Ja, um zum eigentlichen Programm teilzukommen, wir werden also gleich einen Vortrag hören mit anschließender Diskussion. Wir werden dann eine kurze Pause machen, dann nochmal eine Einführung und dann den eigentlichen Film abspielen, der Start gegen Fritz Bauer. Um zum eigentlichen Hauptteil zu kommen, bedarf es dann noch des Hauptdarstellers und neben Fritz Bauer und dessen kurzen Vorstellung, die mir dankenswerterweise obliegt. Peter Arvin Jansen ist Soziologe und Philosoph. Er ist Referent für politische Jugend- und Erwachsenenbildung und lehrt an verschiedenen Hochschulen und Fachhochschulen. Seit 2009 arbeitet er als Lehrkraft für besondere Aufgaben an der Hochschule Koblenz im Fachbereich Sozialwissenschaften. Auch wenn er das jetzt nicht allzu gern hört, aber die Kombination seiner wissenschaftlichen Brillanz und seinem stetigen sozialen Engagement, das sich nicht nur auf den Hörsaal beschränkt, sondern ihn auch auf die Straße führt, lässt einen durchaus ins Schwärmen geraten. Im Fokus des heutigen Vortrags stehen die Schriften von Herbert Marcuse und Leo Löwenthal. Peter Arvin Jansen ist Herausgeber dieser Nachlässe und bewahrt sowie pflegt damit einen Teil des Erbes der Frankfurter Schule. Der Band Feindanalysen über die Deutschen aus dem Nachlass von Herbert Marcuse, der auch den Titel dieser Veranstaltung erklärt, stand 1898 auf Platz 1 der Sachbuchbestenliste des Börsenblattes des deutschen Buchhandels. Peter Arvin Jansen wird Ihnen in den folgenden 50 Minuten, zumindest wenn er sich an den vereinbarten zeitlichen Rahmen hält, ich höre schon die ersten Lacher von den Menschen, die ihn kennen, einen Einblick in die geistigen Beiträge Marcuses und auch Löwenthals zur Bekämpfung der nationalsozialistischen Herrschaft in Deutschland geben und immer wieder Bezug nehmen auf den aktuelle Formen des Antisemitismus und Rassismus. Ja, ich möchte Sie nicht weiter auf die Folter spannen. Ich kann mich sehr gut kurz halten und bin froh, dich an meine Seite bitten zu dürfen. Peter Arvin Jansen. Okay. Ja, vielen Dank, Inka Engel. Ja, bei so viel Lob fühle ich mich etwas unwohl, aber vielen Dank für die warmen Worte der Begrüßung. Ich freue mich, dass jetzt auch in Corona-Zeiten doch so viele gekommen sind, um sich den Vortrag und den anschließenden Film Der Staat gegen Fritz Bauer, den Vortrag anzuhören und den Film anzuschauen. Fritz Bauer, mich im Namen oder in einem Atemzug mit Fritz Bauer zu nennen, ist dann wohl doch ein bisschen viel, denn die Person Fritz Bauer ist, glaube ich, unumstritten eine der wichtigsten Juristen gewesen, der im Nachkriegsdeutschland in den 60er Jahren an der Aufarbeitung des Faschismus, des Nationalsozialismus einen großen Anteil hatte. Und ich kann nur froh sein, dass mittlerweile Fritz Bauers Name in einer breiteren Öffentlichkeit, auch durch den Film, den wir heute Abend sehen werden, bekannt geworden ist. Inka Engel hat schon angesprochen, dass mein Vortrag sich um die sogenannten Feindanalysen drehen wird. Die Feindanalysen sind 1998, ein Jahrhundert später entschieden, 1998 herausgegeben worden. Das waren Materialien, die im Marcuse-Archiv lagen und die ich dann entdeckt habe. Und man wusste, dass Marcuse damals bei dem amerikanischen Geheimdienst, den es noch nicht gab, sondern beim OSS, das war eine Wissenschaftsorganisation, dort Analysen über das nationalsozialistische Deutschland erstellt hat, in einer wirklich großen Wissenschaftsorganisation. Nicht, wie man sich das vorstellt, als Geheimdienst, dass da irgendein Marcuse mit einem Fallschirm aus dem Flugzeug springt, hinter die Linien, sondern es ging hier wirklich um wissenschaftliche Analysen. Wie ist die Propagandasprache, darauf werde ich mich heute ein bisschen fokussieren, wie ist die Propagandasprache der Nationalsozialisten eigentlich in diesem gesellschaftlichen Umbruch, in dieser nationalsozialistischen Zeit auf ein so großes Willkommen gestoßen? Wie konnte das passieren, wenn man sich anschaut, und das passt auch gut zu dieser Woche hier, zu diesen Demokratiewochen, Demokratietagen, dass die Weimarer Demokratie eigentlich noch sehr jung war und man erhofft hatte, dass diese Weimarer Demokratie doch in Deutschland eine andere Option sein könnte, als die dann tatsächlich mit 1933 mit der Machtergreifung Hitlers am 31. Januar eingetreten ist. Der Beitrag, wenn es zu lang wird, kürze ich einfach. Ich kriege das schon hin. Ich möchte aber ganz kurz noch die Menschen begrüßen, die jetzt auch am Zoom sitzen. Und ich freue mich, und das sage ich auch mal jetzt auch ganz stolz, ich freue mich ganz besonders, dass Harold Marcuse sich zugeschaltet hat aus Santa Barbara.
ist der Enkel von Herbert Marcuse. Und letztes Jahr habe ich mit ihm zusammen im November in Santa Barbara ein Seminar gehalten oder zwei und eine Konferenz organisiert. Und Harold, ich weiß, du hörst mich. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Kern meines Vortrages, die Idee dieses Vortrages, so will ich anfangen, besteht darin, dass ich drei verschiedene Analysen aus dieser Zeit versuche, zusammen auf die aktuelle Situation zu beziehen. Und zwar einmal die Studien zum autoritären Charakter. Marcuse, Horkheimer, Adorno haben diese in den 50er Jahren erstellt. Zum Zweiten auf einen Band, der in dieser Reihe erschienen ist. Das ist der Band von Leo Löwenthal, Prophet of Deceit, der jetzt neu aufgelegt wird, nächstes Jahr bei Suhrkamp erscheinen wird. Und der dritte Teil ist dann, den ich versucht habe zu vernetzen, zu verankern, in Zusammenhang zu bringen, sind die von Inka Engel angekündigten oder angesprochenen Feindanalysen. Ich werde vom Manuskript vorlesen und hoffe, dass Sie mich alle gut hören. Vielleicht geben Sie mir da oben ein Signal. Okay, vielen Dank. Ja, die Feindanalysen. Die sozialpsychologische Studie, der autoritäre Charakter, Studien über das Vorurteil des Instituts für Sozialforschung, bekannt unter Frankfurter Schule, orientiert sich an der Erscheinungsform des sich in Europa ausbreiteten Faschismus der 1930er Jahre. Wichtige Mitarbeiter neben den Mitarbeitern des Instituts waren der Amerikaner Daniel Levinson und Nevid Sanford und die im polnischen Lemberg geborene, in Wien ausgebildete Psychologin und Psychoanalytikerin Else Frenkel-Prunzwig. Und ich sage das so ausführlich, weil die kritische Theorie eigentlich ein Männerbündnis war. Man muss es so sagen, es gibt keine Frau Wissenschaftlerin, die in irgendeiner Weise, vielleicht noch Hannah Arendt, aber Hannah Arendt wurde so ein bisschen kritisch angeschaut von der kritischen Theorie, keine einzige Wissenschaftlerin, die praktisch sich in dieses Männerbündnis hereinarbeiten konnte. Es gab zwei, das war eben Else Frenkel-Prunzwig und Maria Hoda, die Sie vielleicht kennen, die hat eine wunderbare Studie erstellt über die Arbeitslosen in Marienthal, ein Klassiker der empirischen Arbeit. Adorno sah im Nationalsozialismus eine kleinbürgerliche Massenbewegung und stellte davon ausgehend die Hypothese auf, dass die Anfälligkeit für faschistische Propaganda weniger mit politischen, wirtschaftlichen und sozialen Vorstellungen, sondern dass solche Meinungen als Reaktionen auf psychische Bedürfnisse zu verstehen seien. Zitat Ende. Daraus resultierend ging es den an der Studie beteiligten Wissenschaftlern nicht alleine um eine Enthüllung autoritärer Persönlichkeitsstrukturen, sondern um die Analyse potenziell faschistischer Einstellungen, die auch unter, und das ist wichtig, nicht totalitären, also durchaus auch unter demokratischen gesellschaftlichen Bedingungen überdauern und unter bestimmten Veränderungen, vielleicht leben wir gerade in dieser Zeit der Veränderung, bestimmte Veränderungen dieser Gesellschaften ähnliche Einstellungen erneut freilegen können. Was hier als Charakter benannt ist, meint nicht eine unveränderte Konstante, die, wie es heute in ideologischer Absicht heißt, als bestimmter Charakterzug einer Volksgruppe angesehen wird. Das meint es nicht. Was Adorno anspricht, ist ein dynamischer, sich unter bestimmten sozialen Bedingungen verändernder Begriff der Persönlichkeitsstruktur, die auf eine autoritäre Grundhaltung treffen kann. Sie muss nicht, aber sie kann darauf treffen. Ich finde, wir haben gerade so eine Zeit, wo scheinbar sehr viele Menschen genau diese, wo dieses zarte Tuch zwischen einem demokratischen Bewusstsein und einer autoritären Einstellung, ich will mal sagen, nicht zerreißt, aber zumindest stark gefährdet ist, dass es zerreißt. Erst in einer ständiger Wechselbeziehung von gesellschaftlichen Einflüssen, biografischen Brüchen und gruppenspezifischen Orientierungen etablieren sich individuelle Einstellungen, Meinungen, Haltungen und Wertvorstellungen. Diese werden umso stärker in autoritäre Bahnen gelenkt, je früher sich eigene Persönlichkeitsentwicklung mit festgefügten Bildern und Vorurteilen abschottet gegen einen offenen Erfahrungshorizont, der darüber die eigenen Veränderungen, also die persönlichen Veränderungen, als Teil seiner positiven Persönlichkeitsentwicklung zulassen könnte und diese Veränderung dann eben nicht als Bedrohung empfindet. Gegenteiliges findet aber zurzeit statt, und das war auch eine Analyse der alten kritischen Theorie,
wenn das Individuum eine übermäßige und überhöhte Identifikation mit der eigenen Gruppe gegenüber einer Fremdgruppe als Sinnersatz für drohenden Werteverfall oder für einfache Deutungsmuster einer konfliktreichen, flüchtigen Moderne, das ist ein Begriff von Zygmunt Bauman, einsetzt. Abschottung wird zur Überlebensfrage. Und das haben wir überall heute. In verschiedenen Staaten, wo Populisten an der Macht sind, gilt die Abschottung als der letzte Rettungsanker. Sie erinnern sich, ich brauche nur Trumps Mauer zu erwähnen. Ja, das sind Abschottungsmechanismen. Ich brauche nur jetzt gerade an das Feuer zu erinnern in Moria auf Lesbos. Das sind Abschottungsmechanismen, die auch über die Europäische Union getätigt werden. Und das, glaube ich, ist ein interessanter Ansatz, der schon die alte kritische Theorie angesprochen hat. Ein Instrumentarium, welches schnell und unkompliziert dabei hilft, ist das Vorurteil. Es enthält eine alles erklärende Kraft und verfestigt irreale Annahmen zu leicht einsetzbaren Sinnkrücken und Erklärungsstützen für die realen Missstände. Die Tatsache, dass der leichten und leichtfertigen Verallgemeinerung mit Hilfe des Vorurteils, etwa gegen die Juden, ist alleine durch negative individuelle Erfahrungen nicht mehr zu erklären. Adorno schrieb damals, Zitat, die objektive Situation des Individuums kommt als Ursprung seiner Irrationalität kaum in Frage. Zitat Ende. Obwohl die Erforschung antisemitischer Stereotypen und Vorurteile einen großen Teil der Studie einnimmt und von den ersten Resultaten des Antisemitismusprojekts der Berkeley-Gruppe bereits unterfüttert war, blieb die Studie und die Erforschung des antisemitischen Vorurteils nicht auf die Erforschung des antisemitischen Vorurteils beschränkt. Untersucht wurden minoritätenfeindliche Vorurteile, die sich zu ideologischen und charakterologischen Dispositionen verdichten. Also nicht nur Antisemitismus, Mischa Prumlik, Pädagoge aus Heidelberg, der jetzt in Berlin ist, der auch hier in Koblenz war vor 2 Jahren, hat man geschrieben, der Antisemitismus und der Rassismus sind Zwillingsbrüder und dennoch sind sie unterschiedlich. Und diese Parallelisierung, die beschreiben auch die kritischen Theoretiker. Nun bedarf es derjenigen politischen Propagandisten oder Demagogen, die genau diese Dispositionen des autoritären Charakters, sie können auftreten, ansprechen. Wer ist das? Wie geschieht das? Welche Tricks wenden sie an? Auf welche Voreinstellungen und Grundhaltungen ihrer Gefolgschaft treffen sie real? Denn ohne, dass sie auf etwas Reales zugehen würden, hätten die Propagandisten nicht so einen großen Zulauf. Oder man würde heute modern sagen, die Populisten. Also sie treffen einen realen Kern. Was ist das? Mit diesen Fragen beschäftigt sich der 5. Band der Studie Of Prophet of Deceits, das ist der englische Titel, der von Leo Löwenthal und Norbert Gutermann im Zusammenhang mit den oben erwähnten Vorurteilsstudien erstellt wurde. Gesellschaftspolitische Defizite können individuelle Leiterfahrungen hervorbringen. Das kennen Sie alle, glaube ich. Im Laufe Ihrer Biografie haben Sie bestimmte Leiterfahrungen gemacht, die aus Enttäuschungen über Ihre nicht realisierten Vorstellungen entstanden sind. Die Stabilität des Individuums kann dadurch bedroht werden und sich als Unzufriedenheit bis hin zur Gewalt gegen Minderheiten äußern. Nun geht es dem politischen Propagandisten nicht darum, ich zitiere Löwenthal, das Wesen der besagten Unzufriedenheit rational zu definieren oder zu erklären. Vielmehr versucht er, jede bei seinem Publikum existierende Desorientierung zu bestärken, indem er alle rationalen Demarkationen verwischt und stattdessen spontane Aktionen vorschlägt. Sie erinnern sich, Berlin, das passt, die Besetzung der Reichstagstreppe vor 2 Wochen, soweit ich weiß. Eine spontane Aktion, entstanden aus diesem Unwohlsein, aus dieser Logik heraus, dass plötzlich die gesamte Politik gegen diese Menschen auftritt und jetzt hieß es, eine Aktion zu machen. Der Lügenprophet, so Löwenthal, reduziere politische und gesellschaftliche Missstände oder soziale Verwerfungen auf ethnische Gruppen, auf personifizierte Feinde. Er betont mantraartig die notwendige Eliminierung von Personen, aber nicht die Veränderung der gesellschaftlichen Ursachen. Dort also, wo nach einem Was ist Schuld an der Misere gefragt werden müsse, stellen die Demagogen die Frage, wer ist schuld an der Misere?
Und die Propheten der Täuschung antworten am lautesten: Wir wissen, wer schuld ist. Lasst uns nur machen. Die Personifizierung des Unbehagens an den herrschenden Verhältnissen löst sich so von der politischen Kritik und der rationalen Argumentation ab, und der Gedanke über die politischen und ökonomischen Ursachen tritt völlig in den Hintergrund. An die Stelle rationaler Argumentation über soziale Probleme tritt eine scheinbar einhellige Meinung über die Schuldigen, die schnell von allen geteilt werden kann. An diesem Punkt treffen sich Propaganda und Machtwille des Agitators mit seiner Gefolgschaft. Löwenthal schreibt: Die Anklagen des Agitators beziehen sich zwar auf eine soziale Wirklichkeit. Wir haben vielleicht Angst in diesen momentanen Zeiten. Wir wissen nicht, wohin führt diese Corona-Situation? Wohin führen Flüchtlingsbewegungen? Wohin führen die Ereignisse in Brasilien, Abholzung des Regenwalds, die Vernichtung eigentlich unserer grünen Lunge? Wir wissen nicht, was mit den Arbeitsplätzen ist. Also es ist eine diffuse Unklarheit, und diese Unklarheit nutzt der Agitator für seine Zwecke. Die emotionalen Sedimente weiß der Agitator besonders in gesellschaftlichen Krisensituationen für seine Zwecke zu nutzen. Er aktiviert, spielt mit individuellen Angstgefühlen, die längst zum Grundbestand des Lebens in modernen kapitalistischen Gesellschaften gehören. Heute sprechen wir von Entsolidarisierung, sozialer Ausgrenzung, von Exklusion. Löwenthal nennt diesen Zustand des Menschen im heutigen Dasein das große Unbehagen, Zitat, ein Begriff von ihm. Die Mobilisierung der Ängste unter denen sich rasant verändernden Lebensumständen und globalen Entwicklungen ist ein zentrales Motiv der Propaganda, immer wieder Angst zu mobilisieren, sich wirklich zu sagen, ja, du hast keine Chance, es gibt keine Alternativen, heute der ganze Umbruch bringt dich an den Abgrund. Dem Agitator ist daran gelegen, diese Ängste und die Enttäuschungen an die Oberfläche der Unzufriedenen zu spülen, um sie aus ihrer Passivität zu lösen und sie als Instrument gegen die scheinbaren Verursacher zu mobilisieren. Das gelingt zurzeit. Wir sehen es in vielen Staaten. Der Agitator erzeugt das Unbehagen zwar nicht selbst, aber er verstärkt und verfestigt es, weil er den Weg zur Überwindung der Ursachen versperrt. Er will sie gar nicht ändern, sondern er will, wenn, Macht haben. Die individuelle Enttäuschung über die von Systemen vorgegaukelten Glücksversprechen wird gewendet in die gesellschaftliche Lossagung von geteilten Wertorientierungen, gedeutet als Zerfall und Auflösung von quasi naturgesetzlichen Zusammenhängen, die nur zum Abgrund führen können. Daher setzt der Agitator gar nicht auf wirkliche Alternativen, sondern er verkündet den Untergang. Ernst Jünger hat das auch schon mal beschrieben in den 20er Jahren, der Untergang des Abendlandes, wenn Sie sich an den Titel erinnern. Die scheinbare Alternative, die er formuliert, beschränkt sich auf ein Entweder-Oder. Sie ist nur eine scheinbare Alternative, da die Grundprinzipien menschlichen Zusammenlebens reduziert werden auf ein Gegeneinander und nicht auf ein Miteinander. Das ist aber eine unhintergehbare Konstante für eine friedfertige Gesellschaft und ein grundlegender normativer Wert, sozusagen Begriff von Adorno, der soziale Kitt, der eine heterogene Gesellschaft zusammenhält. Gegenseitige Anerkennung als Form gerechter, gleichberechtigter und materieller Partizipation. In der Propagandasprache, so interpretieren die Autoren, die ich hier zitiere, seien widersprüchliche und gesellschaftliche Verhältnisse so nachhaltig auf die individuelle erfahrene Erniedrigung reduziert, dass nur noch ein autoritärer Befreiungsschlag einen Sieg im Kampf um das Überleben sichern könne. Das verspricht der Agitator. Und er weiß auch, gegen wen sich das zu richten hat. Daher nimmt die Beschreibung eines Feindbildes, und wir haben diese Feindbilder in der rechten Szene in den letzten Jahren massenhaft, das geht von Homosexuellen, das geht zu Flüchtlingen. Feindbilder werden gerade von diesen rechtsextremen Propagandisten, sie werden konstruiert, weil sie es brauchen, als ihre Substanz an die Menschen heranzukommen. Das verspricht der Agitator und er weiß auch, gegen wen sich das alles zu richten hat. Die Beschreibung des Feindbildes nimmt einen besonderen Stellenwert ein. Die vermeintlichen Einwanderer, Andersgläubige, Fremde, Flüchtlinge, Menschen, die nicht ins Bild der Heteronormativität gehören oder passen, sie seien verantwortlich für Gottlosigkeit, moralischen und geistigen Zerfall, für das Auflösen der natürlichen Volksgemeinschaft,
wie es auch heute in der neonazistischen und fremdenfeindlichen Propaganda rechtsextremer Gruppen und deren verlängerten parlamentarischen Arm immer wieder heißt. Der Agitator vermeidet jedoch das Wort Ausgrenzung. Er spricht oft von Säuberung oder, wie Löwenthal es nennt, von, ich zitiere, häuslicher Reinigung. Ein schöner Begriff der Alltagssprache, denn jeder weiß, was damit gemeint ist. Es ist ein alltäglicher Hausputz. Der muss gemacht werden. Ja. Das ist die Alltagssprache, auf die dann die Propagandasprache trifft. Was der politische Agitator zur Behebung der Misere vorschlägt und seinem Publikum bildhaft vermittelt, sind nicht selten handfeste Aktionen. Sie kommen in solchen Metaphern wie wegwerfen, rausschmeißen, beseitigen zum Ausdruck und suggerieren die Notwendigkeit, das Heft nun selbst in die Hand zu nehmen. Nur wenn der vermeintlich Schuldige vertrieben, eliminiert ist, der Feind besiegt ist, dann wird sich die Situation ändern. Löwenthal notiert Zitate aus verschiedenen Reden der Demagogen. Ich zitiere aus dem Band von 1950. Alle Flüchtlinge müssen in die Länder zurückkehren, aus denen sie kamen. Und alle Ausländer und ehemaligen Ausländer müssen deportiert werden. Man könnte ja fast sagen, das ist eine Analyse von rechten Propagandisten heutzutage. Das klingt allzu bekannt, und wenn sich verschiedene rechtsradikale Demagogen mittlerweile um eine moderne Sprache bemühen und die Feinde vielfältiger geworden sind, ändert es nichts an der Substanz dieser Ausgrenzungsmetaphern. Heute sind es nicht nur die Juden und Muslime, es sind Menschen, die eben nicht stromlinienförmig einfach in dieses Weltbild passen und eine ursprüngliche Zugehörigkeit zum deutschen Volk haben. Und ich möchte hinzufügen, wer der Meinung ist, rassistische Hetze, rassistische Gewalt, gar Morde aus rassistischen Motiven treffen uns alle, der hat nicht verstanden, was Rassismus ist. Es betrifft nicht uns alle, sondern Menschen, die sich von diesem konstruierten Alle in Hautfarbe, Kultur, Religion, sexueller Orientierung und vielem mehr unterscheiden. Die zerstörerische Missachtung des Menschen durchaus unterschiedlich sind und anders leben, betrifft eben nicht alle, sondern genau diese Gruppen. Und es ist fürchterlich, wenn Sie Black Lives Matter mal von der republikanischen Seite Interpretationen gehört haben. Dort heißt es, es trifft uns alle. Rassismus darf auch nicht gegen die Weißen gehen. Nein, es sind genau diese Gruppen, die den Rassismus, wo der Rassismus ansetzt. Als Juden und kritische Intellektuelle, und ich komme jetzt zu Marcuse, wurden Marcuse, Löwenthal, Adorno, Horkheimer und andere Mitarbeiter des Instituts 1933 zur Flucht, von den Nazis zur Flucht und ins Exil gezwungen. Die Columbia University in New York war die erste Station in den Staaten. Knapper werdende Finanzmittel Ende der 1930er Jahre erfordern von den Institutsmitarbeitern, sich nach neuen Beschäftigungsmöglichkeiten in amerikanischen Arbeitszusammenhängen umzusehen. Horkheimer und Adorno verlassen New York 1940 in Richtung Westküste nach Los Angeles. Pacific Palisade war die Hochburg der europäischen Exilanten. Brecht lebte da, Eisler. Thomas Mann hat sich teilweise da aufgehalten. Und auch Adorno und Horkheimer gingen diesen Weg. Dort beginnen sie mit einer Gemeinschaftsarbeit, nämlich die Dialektik der Aufklärung, oder präziser könnte man das auch Zeit benennen, zu den Elementen des Antisemitismus. Enttäuscht darüber, dass Marcuse nicht in der Nähe der Verfasser der Dialektik der Aufklärung in Kalifornien bleiben kann, geht Marcuse Ende der 30er Jahre nach Washington, wo Franz Neumann bereits beim Office of Strategic Services, beim sogenannten OSS, arbeitete. Franz Neumann spielt eine große Rolle bei den Nürnberger Prozessen auch schon. Er hat dort teilweise Material zusammengetragen gegen die Anklage der Verbrecher gegen die Menschheit, war sozusagen als Offizier der amerikanischen Armee in diese Prozesse involviert. Dort beim OSS nimmt Marcuse, vermittelt durch Löwenthal, erst eine Stelle im Office of War Information und dann später 1941 im OSS an. Mit Neumann erarbeitet er dort den Text Staat und Individuum im Nationalsozialismus. Interessant dabei finde ich, dass nicht nur der Staat benannt wird in seiner Veränderung, sondern auch wirklich sich immer wieder auf das Individuum bezogen wird. Also diese Verdopplung, wie beeinflusst sozusagen staatliche Systeme auch die individuelle Haltung oder die Haltung des Individuums. Die Verfasser deuten diesen Zusammenhang weiter Teile der deutschen Bevölkerung zum Nationalsozialismus zentral unter zwei Aspekten.
Zum einen bietet das NS-System eine neue wirtschaftliche Sicherheit und zum anderen ein Zugehörigkeitsgefühl, das sich gerade in den Umbrüchen der Weimarer Zeit diffus aufzulösen schien. Ich zitiere: Die individuelle Freiheit der präfaschistischen Ära war für die Mehrheit der deutschen Bevölkerung gleichbedeutend mit ständiger sozialer Unsicherheit. Seit 1923 hatte es keine Versuche mehr gegeben, eine wirkliche demokratische Gesellschaft zu etablieren. Stattdessen breiteten sich Resignation und Verzweiflung aus, auch Enttäuschung über Demokratie. Kein Wunder, dass die Freiheit nur allzu bereitwillig für ein System eingetauscht wurde, das allen deutschen Familien ein sicheres Leben versprach. Der Nationalsozialismus verwandelte das Freie in das wirtschaftlich abgesicherte Subjekt und an die Stelle des gefährlichen abstrakten Ideals der Freiheit trat die schutzversprechende Realität einer sicheren Existenz für eine bestimmte Gruppe, nämlich den Arier. Zitat Ende. Der OSS war eine Forschungsgemeinschaft exilierter Wissenschaftler, meist aus Europa, die das nationalsozialistische Deutschland, deren Ideologie und Propaganda gestützt auf Antisemitismus, Rassismus, Ariertum, die Verwobenheit von Politik, Wirtschaft, Militär und Recht, hier ist besonders zu nennen Franz Neumanns Behemoth, die Vorbereitung, dann Durchführung des systematischen Massenmords an Juden, Sinti und Roma, Homosexuellen, Oppositionellen, sowohl die Kriegsrhetorik und militärischen Eroberungsfeldzüge untersuchte. Das geschah durch Auswertungen von Reden unterschiedlicher Nazi-Funktionäre, von Radiobeiträgen, von Propagandaschriften, politischen Publikationen, von Befehlsanordnungen an die SS und SA und administrativen Anweisungen der Nazi-Behörden. Das wird sich heute bei Untersuchungen durch die neuen Medien und die Netzwerke sicher stark verändert haben. In den 1940er Jahren erstellten Dossiers von Marcuse identifiziert er die für den technischen Erfolg notwendigen und in sich logischen Handlungsabläufe, die effizient und wirkungsvoll sein sollten, aber in ihrem Gesamtergebnis zerstörerisch wirkten, vernichtend kann man sogar sagen, als eine irrationale Rationalität. Und zwar eine Rationalität, die alles an Kriterien, und das ist nicht weit weg von hier, von heute, an Kriterien von Effizienz, Erfolg und Nützlichkeit misst. All das folge nur einem pragmatischen Zweck, die Mittel erfolgreich einzusetzen, koste es, was es wolle. Und letztlich griff im NS-System alles gut ineinander, vom Sammeln der jüdischen Bevölkerung auf den öffentlichen Plätzen, jeder konnte es sehen, vom Lösen der Fahrscheine für die Deportationszüge, über die Kontrolle durch die Schaffner, die Lokführer bis zu den Selektionsbeamten an der Rampe und den Beschäftigten an den Gaskammern. Schließlich die politische Propaganda der antisemitischen Ausgrenzung, die Gleichschaltung der gesellschaftlichen Sphären, der Aufschwung und die Aufrüstung im militärischen Bereich, alles war im Prinzip durchschaubar. Technokratie nannte Marcuse diese Verflochtenheit von Gesellschaft, Politik und Großindustrie in dieser Zeit. Die Katastrophen des 20. und 21. Jahrhunderts bestätigen die Aktualität dieser Kritik. Kriege, wir sehen es in Syrien, flüchtende und schutzlose Menschen werden durch die Welt getrieben, zur Verhandlungsmasse degradiert, in Lagern isoliert, sowie aktuelle globale Umweltkrisen, verursacht auch durch den ungezügelten Kapitalismus, an dem wir alle teilhaben, bedrohen das Aufklärungsprojekt, das einmal mit der Idee einer vernünftig organisierten und freien Gesellschaft verbunden war. Neben den politischen und propagandistischen Strategien der Nazis müsse aber noch etwas anderes dazu geführt haben, dass die große Mehrheit der deutschen Bevölkerung dazu brachte, sich von Hitlers Politik so viel zu versprechen, dass, wenn nicht zu aktiver Unterstützung des Systems, sich aber doch zu mehrheitlicher Gleichgültigkeit gegenüber den europäischen Juden zu verhalten, die dann in den Vernichtungslagern ab Ende 41, Beginn 42 vergast, erschossen und erschlagen wurden. Im Zentrum der Feindanalysen steht der Text von Marcuse, die deutsche Mentalität, Memorandum zu einer Untersuchung über die psychologischen Grundlagen des Nationalsozialismus und im Untertitel heißt es weiter, etwas zu optimistisch, wie ich finde, aber das ist im Titel, und die Möglichkeiten ihrer Zerstörung. Datiert ist dieses Manuskript von 1942. Diese Möglichkeiten schienen bei Marcuse aber schon sehr früh in realistischen Pessimismus umzuschlagen. So schreibt er 1944 an Max Horkheimer, wenn wir wüssten, dass mit dem Zusammenbruch Deutschlands die bösen Mächte eliminiert wären,
dann wäre es tatsächlich ein heller Horizont, der sich vor uns abzeichnete. Aber wir wissen es besser und alle Anstrengungen können vergebens sein, sogar für die Generationen, die noch kommen. Wie auch immer, Wunder können geschehen, so fühle ich es. Was wir hier im OSS tun können, um eine halbwegs sensible Politik auf den Weg zu bringen, tun wir und wenigstens einige Dinge scheinen in den im Denken und Tun der jeweiligen Verantwortlichen einzudringen. Aber letztlich kapitulierte Marcuse vor der Weigerung der amerikanischen Politik, die Empfehlungen zur Entnazifizierung, die sogenannte Omgus-Studie, zu übernehmen. Er verließ das OSS, das dann am 18. September 1947 durch den Central Intelligence Act vom CIA abgelöst wurde. Also den CIA gab es erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Wie wir heute wissen, verlief während der Gründungsphase der Bundesrepublik Deutschland die Auseinandersetzung mit den Nazi-Verbrechen nur schleppend. Die Politik hatte weitgehend kein Interesse, die meisten Menschen im Lande waren überzeugt, verführt worden zu sein. Hitler, ein verwirrter Einzeltäter, Hitler und seine Mittäter manipulierten also 17,3 Millionen Soldaten, die in der Wehrmacht in dieser Zeit nur ihre Pflicht erfüllten, egal wie der Befehl auch lautete. Die Wehrmachtsausstellung des Hamburger Instituts für Sozialforschung, die zwischen 1995 und 2004 zu sehen war, dokumentiert die aktive Rolle weiter Teile der Wehrmachtssoldaten in den Vernichtungsprozess und führte damals zu heftigen Aktionen rechter Gruppierungen, wie zum Beispiel die Stürmung dieser Ausstellung. Es sind mutige Menschen wie der hessische Staatsanwalt Fritz Bauer, die sich trotz gewaltiger Widerstände in der frühen Phase der Bundesrepublik vehement dafür einsetzen, dass die Verbrechen des NS-Systems nicht verschwiegen und dessen mörderischen Schergen zur rechtlichen Verantwortung herangezogen werden sollten. Es drohte die Verjährung von Mord. Das heißt, 2-3 Jahre später hätte man sie wegen Mordes nicht mehr anklagen können. Die Aufarbeitung der Vergangenheit ist politisch damals weitgehend nicht gewollt. Die gut funktionierenden neuen Systeme, getrieben von einem kapitalistischen Markt, sollten so schnell wie es geht wieder ins Laufen kommen, denn die Räder müssen funktionieren. Adorno hat in seiner Arbeit »Was bedeutet Aufarbeitung der Vergangenheit?« 1959 eindrucksvoll herausgearbeitet, wie schwer es sein würde, mit Bildungsmaßnahmen, wir haben von Inka Engel gehört, ich bin hier an der Hochschule seit 2009, betreibe also, hoffe ich, etwas Bildung, wie schwer es ist, mit diesen Bildungsmaßnahmen zum Beispiel, wie es in der sozialen Arbeit so gerne genannt wird, das gegenseitige Kennenlernen, das schöne Wort dafür, interkulturelle Begegnungen, dass mit diesen interkulturellen Begegnungen dem auftauchenden antisemitischen Vorurteil kaum entgegenzuwirken ist. Ich zitiere ihn. Adorno schreibt, ich glaube auch nicht, dass durch Gemeinschaftstreffen, Begegnungen zwischen jungen Deutschen und jungen Israelis und andere Freundschaftsveranstaltungen allzu viel geschafft wird, so wünschbar solcher Kontakt auch bleibt. Man geht dabei allzu sehr von der Voraussetzung aus, der Antisemitismus habe etwas Wesentliches mit den Juden zu tun und könne durch konkrete Erfahrungen mit Juden bekämpft werden. Während der genuine Antisemit vielmehr dadurch definiert ist, dass er überhaupt keine Erfahrung machen kann, dass er sich nicht ansprechen lässt. Ist der Antisemitismus primär objektiv gesellschaftlich begründet und dann in den Antisemiten, dann hätte dies wohl im Sinne des nationalsozialistischen Witzes die Juden erfinden müssen, wenn es sie nicht gerade schon gegeben hätte. Zitat Ende. Der Antisemitismus ist keine Charaktereigenschaft irgendeiner bestimmten Volksgruppe. Juden haben auch kein besonderes Gen, das sich durch Selektionsdruck, Sarrazin, Sie erinnern sich an die Diskussion in seinem Buch, weitervererbt wird und so der Antisemitismus als Reflex darauf biologisch zu begründen versucht wird. Das ist nichts anderes als ein Motiv des dumpfen, tiefbraunen, biologistischen Rassismus. Es waren Etienne Balibar und Stuart Hall, die in den letzten Jahrzehnten darauf hinwiesen, dass dieser Biorassismus zwar noch unterschwellig mitschwingt, aber einem Rassismus ohne Rassen gewichen ist. Oder wie Albert Memmi formuliert, der Rassismus ist die verallgemeinerte und verabsolutierte Wertung tatsächlicher oder fiktiver Unterschiede zum Nutzen des Anklägers und zum Schaden seines Opfers, mit der seine Privilegien oder seine Aggressionen gerechtfertigt werden sollen. Zitat Ende.
Längst verschleiern rechtsextreme Gruppierungen ihre rassistischen und nationalistischen Ausgrenzungsideologien mit modernen Begriffen wie Ethnopluralismus, identitäre Bewegung zum Beispiel, oder führen die Eigenständigkeit der Kulturen als Beleg dafür an, das eigene gegen das vermeintlich Fremde abschotten zu müssen. Schon Adorno schrieb 1955 in Schuld und Abwehr, das vornehme Wort Kultur tritt anstelle des verpönten Ausdrucks Rasse, bleibt aber ein bloßes Deckbild für den brutalen Herrschaftsanspruch. Da muss ich wirklich nochmal erinnern, wie gerade die identitäre Bewegung diesen Ethnopluralismus, diesen Kulturbegriff verwendet. Marcuses Analysen einer neuen deutschen Mentalität kommen ohne rassentheoretische Erklärungen aus. Es ist sein Verdienst, dass er die Begriffe wie Rasse oder Blut und Boden auch in modernen Gesellschaften als nicht veraltet interpretiert, sondern sie durchaus als ideologische Sedimente in modernen Gesellschaften abgelagert und auch dort abrufbar sind, interpretiert. Für Marcuse stellt die deutsche Mentalität, die er 1942 konstatiert, eine politische Kategorie dar, diese auf die uneingeschränkte Politisierung aller gesellschaftlichen Sphären im nationalsozialistischen System bezieht. Zwischen privaten und öffentlichen Bereichen verlieren jede Grenzmarkierungen ihren Sinn. Erziehung, Intimsphäre, Sexualität, Geburt, Familie, sie finden ihre Bedeutung erst in der NS-Ideologie, im Ariatum, in der Volksgemeinschaft. Einhergehend mit dieser Aufhebung sei auch eine normative Rechtfertigung verschwunden, so Marcuse, sowohl in der Politik, aber auch im Handeln des einzelnen Menschen. Marcuse nennt das, es entsteht so etwas wie eine psychologische Neutralität. Sie habe sich über jede humanistische Verhaltensweise, das Ideal von Humboldt, von Goethe und so weiter, Voltaire in der Aufklärung, jedes humanistische Verhaltensweise gelegt. So neutral, dass menschliches Leiden nicht mehr emphatisch wahrgenommen werde. Marcuse sieht das so, Zitat, die Deutschen erweisen sich gegenwärtig an gänzlich anderen Werten und Maßstäben und sie sprechen eine Sprache, die sich von den Ausdrucksformen der westlichen Zivilisation wie auch von denen der einstigen deutschen Kultur grundlegend unterscheidet. Um eine wirksame psychologische und ideologische Offensive gegen den Nationalsozialismus lancieren zu können, müssen wir diese neue Mentalität und die neue Sprache eingehend untersuchen. Das ist ein Appell, den man heute auch nochmal, glaube ich, auch hier mitgeben muss. Man muss tatsächlich heute untersuchen, was ist denn diese Propagandasprache? Auf welche Sedimente bei uns stoßen denn diese Sprachmetaphern von rechten Gruppierungen oder von denen, die in den Parlamenten sitzen? In seiner Einleitung zu den Feindanalysen verdeutlicht der Frankfurter Soziologe Detlef Clausen den besonderen Zugang der Analysen Marcuses. Die Nazi-Ideologie wird weder mit der Realität verwechselt, noch wird sie mit Mitteln der klassischen Ideologiekritik bearbeitet. Es wird versucht, ihre soziale Funktion zu bestimmen. Also man soll es nicht so einfach machen, sagen, okay, das ist nur alles rechtes Gequatsche, sondern wo sind diese sozialen Sedimente, die auf diesen fruchtbaren Boden stoßen können? Oder wie dann diese Gefolgschaft entsteht? In einer Fußnote schlägt Marcuse den Terminus Haltung für Mentalität vor. Weder bringt der Nationalsozialismus, schreibt er, ein theoretisches Bewusstsein hervor, das in Praxis umgesetzt wird, noch produziert er überhaupt ein an Wahrheit orientiertes Bewusstsein. Habe ich noch Zeit? Deutlich wird, dass sich die deutsche Volksgemeinschaft weder aus einem irrgeleiteten Glauben oder einem verblendeten Führerheroismus für die Nazis entschieden hat, sondern es war eine rationale, am Pragmatismus orientierte Entscheidung. Politisch-legale Vorteilsnahme durch Vorurteilsbestätigung. Ich wiederhole nochmal, politisch-legale Vorteilsnahme durch Vorurteilsbestätigung. Dafür war man bereit, die Freiheit gegen die Sicherheit zu tauschen. Nachdem die Gefährder dieser Sicherheit wie politisch-oppositionelle, engagierte Gewerkschafter und christliche Mahner inhaftiert waren, verabschiedete sich unter anderem mit dem Versprechen auf Vollbeschäftigung und Heroismus auch die breite Masse der Arbeiterschaft von allen sozialistischen Utopien einer solidarischen Welt.
auf das unterwürfige, nie stark ausgeprägte Selbstbewusstsein des Bürgertums und dessen brüchigen Verhältnisses zur Weimarer Demokratie sowie auf seine eigenen Enttäuschungen gegenüber einem Neuanfang und dem Scheitern der Novemberrevolution auf der linken Seite 1918 weist Marcuse in späteren Äußerungen und Schriften immer wieder hin. Über den aufkommenden Antisemitismus finden sich dagegen nur wenige Stellungnahmen bei Marcuse. Das ist interessant. Aber explizit findet sich dies in jenen Jahren bei Leo Löwenthal, zum Beispiel in Briefen an seine Eltern 1918 während seiner Militärzeit in Hanau oder in Heidelberg 1927, wo er mit Erich Fromm zusammentraf und eng befreundet war. Und Löwenthal weist immer darauf hin, in seinen Ferienzielen auf den ostfriesischen Inseln, so erinnerte sich Löwenthal, hingen schon ab Mitte der 20er Jahre die Hinweise Juden unerwünscht, so in Borkum und in Norderney. Löwenthal 46 verfasste Artikel Individuum und Terror, der im Zusammenhang mit seiner Arbeit beim OWI, also beim Office of War Information, steht, ist in weiten Teilen vor dem Hintergrund der Antisemitismusstudien aus der zweiten Hälfte der 40er Jahre zu verstehen. Als die grausamen Einzelheiten der Tötungsmaschinerie der Nazis sichtbar wurden, sah die Welt, dass der nationalsozialistische Terror Menschen tatsächlich als leblose Objekte behandelt hatte. Menschen sind zur Ware geworden, zu einem Verbrauchsgut. Aus den Schilderungen der Überlebenden, die Löwenthal im Auftrag des OWI interviewte, erfährt er, dass die konkreten Individuen nur noch zu anonymen Nummern degradiert worden waren, die dann als nützliche und unnütze Ware in der Vernichtungsmaschinerie verschwanden. Zitat Löwenthal: Wer keine Nummer bekam, war Ausschussware und wurde vernichtet. So schreibt er in seinem Text 1946. Im Namen der inneren Feinde, die sich als Teil einer gigantischen jüdischen Weltverschwörung im gesunden deutschen Volkskörper eingenistet hatten, diskreditierte die nationalsozialistische Propaganda Prinzipien wie soziale Gerechtigkeit, Chancengleichheit, Wahlrecht, Gleichheit vor dem Gesetz und Garantien eines gerechten juristischen Verfahrens, die Pressefreiheit und damit auch Ideen einer demokratisch verfassten Gesellschaft, wie sie ansatzweise in der Weimarer Verfassung zu finden waren. Die propagierte Bedrohung durch die inneren und äußeren Feinde war die Schweißnaht zwischen dem, was die Nazis den Massen in Aussicht stellten, sowohl materiell als auch psychologisch, und den Demokratiedefiziten der Weimarer Verfassung. Dem Tempo der technisch-industriellen Dynamik folgte in Deutschland kein entsprechender gesellschaftlicher Veränderungsprozess. Der feudale, aristokratische Überbleibsel und gewichtige Partikularismen hätte beseitigen können. Das finde ich eine spannende Parallele zur heutigen Zeit. Leben wir auch in so einem unglaublich beschleunigten Veränderungsprozess über künstliche Intelligenz. Tilman Wolf hat den Film mit Ranga Yogeshwar gedreht über KI. Da kann man auch feststellen, wie die einzelnen Veränderungsprozesse in unserer Gesellschaft, momentan sind wir digital am Lehren, ja, was entsteht daraus für die Universitäten, was entsteht für den Bildungsprozess, das sind natürlich Befürchtungen, mit denen wir jetzt momentan umgehen müssen, aber keine Lösungen haben. Ja. Und diese schnelle Veränderung, die ist ungefähr auch in den 20er, 30er Jahren, glaube ich, hat die so ein bestimmtes Unbehagen bei der Bevölkerung ausgelöst, die dann eben vielleicht mit dazu geführt hat, dass Hitler an die Macht kam. Dem Tempo der Marcuse sieht diese Entwicklung als eine typisch deutsche Form der Technokratie. Die gesellschaftliche Anpassung an die Großindustrie, vielleicht passen wir uns zu schnell an die Digitalisierung an momentan, ich weiß es nicht. Ich finde, die gesellschaftlichen Prozesse gehen weit und Entwicklungen stehen weit hinter dem, was die Digitalisierung uns momentan abverlangt. Ist eine offene Frage. Die gesellschaftliche Anpassung an die Großindustrie, schreibt Marcuse, bedeutet letztlich eine Transformation der Moral in Technologie. Ich komme zu meinem letzten Punkt, bin aber noch in der Zeit, glaube ich, den ich auch für die gegenwärtige Analyse zahlreicher aktueller Gesellschaftsentwicklungen als bedeutend ansehe. Für Marcuse bestand die Leistung der Nazis gerade darin, die Ebene zwischen Ideologie und gesellschaftlicher Wirklichkeit so zu verzahnen, dass sich im Verhalten der Menschen eine Art nüchterner Opportunismus als aufrechte Haltung verfestigte, getragen von einem scheinbar individuellen, materiellen Eigeninteresse
und einer die Gesellschaft prägenden, aber verschleiernden irrationalen Rationalität, die sich in den Köpfen als heilsbringende Mythologie verfestigt. Ich zitiere: Die extreme Sachlichkeit, mit der die Deutschen demokratische Freiheiten gegen wirtschaftliche Sicherheit eintauschten, wurde von der nationalsozialistischen Mythologie nicht bekämpft, sondern gefördert. Paradoxerweise macht nämlich die Erziehung zu zynischer Sachlichkeit den Geist der Mythologie aus. In ihren Leitbegriffen ersetzt sie das gesellschaftliche Verhältnis oder gesellschaftliche Verhältnisse durch natürliche, scheinbar konkrete und anschauliche Begriffe, wie zum Beispiel Volk, Rasse, Natur. All das wird zu Tatsachen erklärt. Denn durch die Herkunft und Ort bestimmte Geburt ist eine weitere Tatsache. Sehr einfach zu sagen, du kommst daher, geh zurück. Das ist sehr konkret. Aber Menschheit, Humanität, Gerechtigkeit, das sind sehr abstrakte Ideen, die fallen schwer. Die fallen dann schwer zu realisieren, wenn wir propagierte Feinde haben, vor uns haben. Also diese Menschheit bedeutend sind nur abstrakte Ideen. Und Marcuse sieht in diesem Verabschieden der abstrakten Ideen für die Sicherheit eine ganz entscheidende Tatsache, warum das NS-System so stark geworden ist. Bevor ich mit einem Zitat Marcuses enden werde, möchte ich Jürgen Habermas zu Wort kommen lassen. Ich sehe seine Anmerkungen im engen Zusammenhang der Veranstaltung, die über Demokratie leben, auch hier in Koblenz stattfinden. Habermas schrieb am 19. Juli 1998 einen wunderbaren Artikel in der Neuen Zürcher Zeitung, Marcuse hatte 100. Geburtstag, aus dem ich zitieren möchte. Im Bündnis mit einer pessimistischen Anthropologie gewöhnt uns der Neoliberalismus täglich mehr an einen neuen Weltzustand, in dem soziale Ungleichheit und Exklusion wieder als Natursachen gelten, als Naturtatsachen gelten. Brauchen wir vielleicht doch eine renovierte Sprache, damit diese normative Sicht der Dinge gegenüber Zwängen zur Anpassung an funktionale Imperative nicht in Vergessenheit gerät? Marcuse leistete dazu einen Beitrag. Und letztlich, damit ich Sie nicht zu lange quäle, da ich niemals ein Referat zu Herbert Marcuse abschließe, ohne seinen träumerischen Optimismus zur Sprache zu bringen, ein letztes Zitat aus seinem kleinen Beitrag: Ist eine freie Gesellschaft gegenwärtig möglich? Verfasst mitten in der brutalen Vernichtungspolitik 1940. Zitat: Handelt es sich dabei um die Grundlagen der Freiheit, nicht lediglich um subjektive Werturteile? Sie beruhen auf einer Annahme, die sich nie beweisen lassen wird, nämlich der, dass die Menschen frei sein sollten. Sehr normativ. Dieses Sollten ist zwar mit positivistischen Kriterien, auch nicht mit der Forschung gemessen, keine wissenschaftliche Behauptung, aber es ist die Voraussetzung allen Denkens und die Bedingung der Wissenschaft selbst. Der Ort der Wahrheit ist das Denken. Zitat Ende. Danke, dass Sie mir zugehört haben und vielleicht das eine oder andere mitnehmen in Ihre eigenen politischen Aktionen und Ihre solidarischen Handlungen gegenüber Menschen, die auch heute ausgegrenzt werden. Vielen Dank. Ja, viel Tobak sacken lassen. Wenn Sie Fragen haben, stellen Sie die Fragen. Vielleicht war ich mit meinen Parallelisierungen in die heutige Zeit etwas zu forsch, aber ich vermute mal, wenn man die Propaganda-Ideologien heute von rechten Gruppierungen genauer untersucht, kommt man auf fast ähnliche Ergebnisse wie in den 40er und 50er Jahren. Ich sage nicht auf die gleichen, aber es gibt sicher ähnliche. Und die wollte ich auch herausstellen, also mit den Bezügen zu heute. Ja? Ich habe eine Frage. Ich bin mir bei der Spontanität dieser Reichstagsgeschichte ein bisschen unsicher. Ich glaube, das war schon relativ geplant auch. Das ging ja auch vorher schon durch die Medien, dass das geplant war. Also ich weiß jetzt nicht, kann man da von einer spontanen Aktion sprechen? Das wurde sich ja schon im Internet irgendwie zusammen
gefunden und heute Show etc. pp. Haben darauf ja auch schon eine Woche vorher aufmerksam gemacht, dass sowas geplant wird. Nun ja, die spontane Aktion bestand darin, dass eine Psychologin aus der Eifel ans Mikrofon gegangen ist und gesagt hat, jetzt stürmen wir den Reichstag. Wäre das nicht passiert als spontane Geschichte, wäre dann... Ja, das, war ja jetzt. Also, das wurde ja schon auch so gesagt, dass das der Plan ist an dem Tag. Gut, also ich finde, man könnte das als eine, also das kann man, als, denke ich, als eine spontane Aktion definieren. Auch klar sind, ich würde mal sagen, das sind fließende Grenzen. Also wenn 400 Leute sich über einen Flashmob oder übers Internet oder über WhatsApp verständigen, in einer WhatsApp-Gruppe, wir tun das, so braucht es immer noch dem Anstoß, dass man es tut. Und daraus auch diese Aktion entsteht. Aber da will ich jetzt nicht streiten. Ich sehe es als eine, würde es als eine spontane Reaktion. Zumindest das, was die kritische Theorie gemacht hat, herauszufinden, was ist denn der Impuls, der Auslöser? Und der Auslöser ist, dass man Aktionen machen will, dass man handelt. Man will nicht unmächtig gegenüber den Mächtigen sein. Man handelt. Und man handelt auch gegen diese Mächtigen. Und zwar mit eigentlich mit sehr unklaren, diffusen Forderungen. Und den Reichstag zu stürmen, ist doch eine diffuse Forderung. Die Bilder, die Sie gekriegt haben, was ja auch, also ich weiß nicht, der Philipp Buch vom Zentrum für politische Schönheit hat das auch genau gesagt, dass auf diese Bilder gezielt wurde. Auf diese Bilder, ne, die flaggen auf dem Reichstag, ne, deswegen, also ich kann mir das schon sehr gut vorstellen, dass das irgendwie auch schon von längerer Hand geplant wurde, halt auch um diese Bilder zu erzeugen, was ja auch in der Tat ganz gut funktioniert hat. Ja, das gelingt ja der Linken auch ganz gut. Also ich meine, verschiedene linke Gruppierungen und Aktionen sind ja auch darauf aus, Medienaufmerksamkeit zu bekommen. Und es ist trotzdem teilweise eine spontane Aktion. Aber ich will das jetzt nicht breitreden. Ich finde, es ist eine spontane Geschichte gewesen und die auch sehr stark oder sehr gut in diese Analysen passt. Noch andere Fragen? Gibt es was aus dem Zoom? Ja, da gemeinerweise man die Fragen, die gestellt werden, im Publikum nicht bei Zoom hören kann und ich mit Tippen und gleichzeitig Sprechen und Vorlesen noch nicht so bewandert bin. Nadine hat eine Anmerkung, nicht unbedingt Frage, die ich jetzt einfach mal zitiere. Sie sagen, Rassismus trifft nicht alle und nennt die betroffenen Gruppen. Ich denke an Walter Lübcke. Er war Deutscher, meines Wissens nicht homosexuell, aber engagierte sich für Flüchtlinge und ist deshalb von rechter Seite ermordet worden. Also kann auch eine politische Meinung, öffentliches Auftreten mit einer unter Umständen polarisierenden Meinung zu einer rassistischen Tat führen. Er war dadurch doch von Rassismus betroffen. Ja, das sehe ich ein bisschen anders. Er ist ermordet worden. Also er hat keinen Rassismus erfahren. Man hat ihn erschossen aus bestimmten politischen Gründen, aus Abwehrhaltung. Aber ich finde, das ist kein rassistisches Motiv gewesen. Ja, das ist eine aus der Weltanschauung heraus, als Rechtsextremer hat man sich dazu entschieden, einen politischen Gegner zu ermorden. Auf Lübcke bezogen, also was ich beschrieben habe, ist eher eine Allgemeinheit. Ja, also dass man wirklich, wir sagen immer, alle können von Rassismus betroffen werden. Ich bezweifle das sehr stark. Lübcke war in der Alltagswelt niemand, der von Rassismus betroffen ist. Und Rassismus müsste man nochmal definieren. Keiner von uns als Weißer, der auf dem Wohnungsmarkt sich bewegt, hat vielleicht Probleme, außer sieht so aus wie ich, Probleme, dort eine Wohnung zu bekommen, weniger Probleme. Aber jeder Afroamerikaner in den USA oder wenn er hierher kommt, wegen seiner Hautfarbe, das ist sein Körper, das ist das, was ihm ausmacht. Und das ist die Form des Rassismus, Menschen zu diskreditieren, Vorurteile und rassistische Sprüche, anti- und nicht humane Sprüche, nicht menschliches Verhalten gegenüber diesen Menschen zu äußern. Und das trifft in der Mehrheitsgesellschaft nicht bei uns zu. Also wir müssen uns doch nicht selbst zu Opfern degradieren, die wir nicht sind, sondern die Opfer sind tatsächlich die Menschen, die sich unterscheiden. Das sind die Opfer. Wir unterscheiden uns doch gar nicht. Ja? Ich sehe das anders. Ich finde, dass Lübcke aufgrund seiner Position auch zu den Zuwanderern
schon ein Opfer war, auch der Leute, die quasi nicht wollen, dass Protektion für die Einwanderer stattfindet. Und das, ich glaube nicht, dass es jedem Politiker passiert wäre. Ich glaube schon, dass die Strömungen, die diese rechtsradikale Gedankengut haben, dass die schon überlegen, wer macht denn auch Propaganda für uns, welcher Eingriff ist denn für uns auch, ne, wie die Dame eben gesagt hat, diese Stürme der Reichstagstreppe. Das sind natürlich alles, das sollen alles Zeichen sein. Und das macht aus meiner Sicht jetzt nicht bei jedem Politiker Sinn. Das macht bei Politikern der AfD ist es eher unwahrscheinlich, würde ich sagen. Der Lübcke hat ja relativ klare Positionen bezogen. Ja, aber das sind doch... Ich finde schon, dass genau das ja auch erreicht werden soll, dass eben Befürworter oder Menschen, die eben nicht zurückstehen und nicht zurückstecken, um ihre Haut zu retten, sondern die sagen, wir wollen, dass Integration stattfindet, dass auch Migration stattfinden kann. Die sollen natürlich schon beeindruckt werden und die sollen natürlich schon auch in ihrer Zahl weniger werden. Und das sind schon Angriffe, finde ich, die einen rassistischen Hintergrund haben, die natürlich nicht den Dunkelhäutigen treffen, das ist schon klar, aber die das System treffen, das ihn schützt. Und insofern finde ich schon, dass es ein rassistischer Hintergrund auch bei dem Mord auf den Herrn Lübcke war. Also ich bin sehr dafür, genaue Begriffsschärfe zu betreiben. Und ein Herr Lübcke argumentiert politisch für die Integration von Menschen und nicht aus anderen Motiven. Ein Herr Lübcke kann sich in einem Supermarkt frei bewegen. Die Ermordung von Lübcke war ein politisches Motiv, meiner Meinung nach, und kein rassistisches. Dass diese Menschen eine rassistische Haltung haben, die dann dazu führt, dass Menschen, die politisch sich einsetzen für andere, die dann dazu führen kann, dass sie ermordet werden, das ist aber, sind zwei verschiedene Stiefel. Der Rassismus ist das Grundmotiv, aber die Ermordung war die politische Stellungnahme von Lübcke für Menschen, die als Flüchtlinge aufgenommen werden sollten. Man soll mit dem Begriff Rassismus nicht zu einfach umgehen. Er ist hochkompliziert und wenn wir diese Trennung nicht machen, werden wir nicht solidarisch erkennen können, warum Menschen, die andere Dispositionen haben, warum sie diskriminiert werden. Wir werden doch nicht diskriminiert, auch ein Herr Lübcke. Ein Herr Lübcke wird nicht diskriminiert. Zur Diskriminierung, zum Rassismus gehört wirklich eine bestimmte Ausstrahlung, eine bestimmte Haltung, ein bestimmter Unterschied, so will ich es nennen, präzise. Ein bestimmter Unterschied. Ich bin da ein bisschen zynisch, weil es gab ja auch schon Vorstufen, die jetzt nicht mit Mord geendet haben, sondern wo Politiker eingeschüchtert werden sollten, wo es Mails gab, wo es Drohungen gab. Es ist ja nicht so, dass die Motive quasi sich nur entladen in einem Mord, sondern es geht ja darum, dass die Menschen, die quasi aus welchen Gründen auch immer, politisch oder aus eigener Überzeugung, sagen wir schützen diesen Rahmen, das ist wichtig, dass unsere gute Demokratie, unser reiches Land die Verantwortung mitträgt. Ich finde schon, dass dieser Mord an Lübcke, das ist ja jetzt ein Beispiel, aber es gibt ja immer noch ganz viele andere Beispiele, wo eben Druck ausgeübt wird. Und das ist im Grunde nichts anderes als bei den Nationalsozialisten auch und bei jedem anderen System, das Minderheiten eingrenzen und ausgrenzen wollte. Das ist ja eine Parallele zu vielen anderen Zeiten auch. Okay, also ich sehe, die Morde von der NSU würde ich anders definieren? Die meine ich auch nicht. Es sind ja ganz viele Anfeindungen, Drohungen über Mails, auch gegen andere Politiker haben stattgefunden. Ja, aber ich bin da ganz bei... Politiker, die Protektion für die Menschen quasi ausgeübt haben, egal aus welchen Gründen. Die Gründe ist mir nicht egal. Können wir ja auch nicht genau definieren. Ne? Aber tatsächlich ist es so, dass es keiner von den Schreihälsen war, von anderen Parteien, die quasi genau dem rechten Gedankengut zugetragen haben. Die waren es nicht, die sind nicht betrogen. Die sind von den Linken vielleicht betrogen. Das ist aber eine andere Diskussion. Okay. Vielleicht gerade noch dazu mit dieser Parallele zu der Nazi-Zeit. Sie haben ja eben selbst erzählt, dass die Nazis daran gelegen waren, die Oppositionspolitiker zu verhaften und auch die Gewerkschafter und teilweise bestimmt auch zu ermorden.
Ich glaube, das ist eher die Parallele und deshalb ist es auch kein rassistisches Motiv. Es ist ein ganz klares politisches Motiv gegen den politischen Gegner. Und ja, ich finde, das geht ein bisschen am Thema so vorbei. Okay. Noch was? Also aus dem Saal vielleicht noch? Ich will sie nicht abwürgen, wir haben einfach unterschiedliche Haltungen. Also ich bin, ja. Okay. Philipp? So wie ich es verstanden habe, sind so die zwei Kernelemente eben die gesellschaftlichen Missstände, die dann von den Populisten eben benutzt werden, um Stimmung zu machen und dann eben die Rhetorik auch von den Populisten, die eben aus den Arbeiten von Marcuse halt als wesentliche Elemente für den Rassismus oder dass es überhaupt funktioniert, so große Massen zu mobilisieren. Und so, ja, also an den Missständen, so, also ich überlege jetzt in die Richtung, was ist meine Handlungsmöglichkeiten, um auf den Rassismus zu reagieren und ja, die Demokratie zu verteidigen. So an den gesellschaftlichen Missständen was zu ändern, kann ich nur sehr klein. Ist es dann sinnvoll, eben sich in die Rhetorik zu vertiefen, um da eben dann die zu entlarven im Gespräch, wenn ich eben auch Menschen treffe, die rassistische Ansichten haben. Ist das so, also wäre das ein Punkt oder gibt es da noch andere Möglichkeiten? Na, ich finde, dass sind schon zwei gute Handlungsmöglichkeiten. Also auf einmal auf die Sprache reagieren, also auf die Sprache, also wir selber verwenden so oft das Wort, das ist getürkt oder mein Gott, das ist ja wie vergast. Und also wir also wirklich auf die Sprache achten aber und die Rhetorik zu dekodieren. Das finde ich ist schon sehr wichtig, dass man darauf achtet. Die zweite Handlung finde ich, und da sind wir vielleicht wirklich unterschiedlicher Meinung. Wenn Menschen diskriminiert werden in der Gesellschaft aus bestimmten Motiven heraus, dann ist es die Zivilcourage, sich vor diese Leute zu stellen und sie zu unterstützen. Ich will ein Beispiel bringen aus der NBA. Also einige von Ihnen wissen, dass ich früher Basketball gespielt habe. Die National Basketball Association hat den gesamten Spielbetrieb und vor allen Dingen die WNBA, die Frauen-NBA, den gesamten Spielbetrieb für einen ganzen Tag stillgestellt, indem sie sich geweigert haben mit einer Aktion, also war eine Aktion, Take My Knee, sie haben sich gekniet und haben gesagt, haben eine Klärung abgegeben und haben nicht gespielt. Die NBA ist danach gezogen. Ja. Aber das sind Handlungen, die man auch gegen Rassismus und Diskriminierung vollziehen kann. Also zivilgesellschaftliches Handeln und Engagement gegenüber den Menschen, die wirklich diskriminiert werden. Und dann sage ich nochmal, die Diskriminierung ist größtenteils ein Ergebnis von Differenz. Menschen, die nicht zu dem gehören, was wir als normal oder als Normativität definieren. Diese Menschen erfahren wirklich rassistische Vorurteile und Diskriminierung. Und da würde ich schon sagen, wichtig ist da, und das macht ja auch viel Sinn, also die Seenotbrücke, die auch hier in Koblenz sehr aktiv ist, es gibt momentan, finde ich, nichts Wichtigeres, als Druck zu machen auf die Europäische Union, dass diese Flüchtlinge aus Moria, aus Lesbos, endlich verteilt werden und nicht nochmal hingeht, dieses Lager aufzubauen, sondern diese Menschen müssen geschützt werden. Und das, finde ich, ist auch ein Ergebnis, wie man gegen Diskriminierung oder in dem Fall gegenüber Personen, die Schutz bedürfen, agieren kann. Und das können wir schon alle. Gut, also insofern zwei Sachen, Rhetorik ja und aber auch zivilgesellschaftliches Engagement. Und da muss man klar erkennen, und ich spreche Sie jetzt nochmal an, da muss man, glaube ich, schon klar erkennen, was ist Rassismus? Was ist es? Daher mein Appell, einfach zu schauen, was sind diese Gruppen, die diese Diskriminierung erfahren? Wer ist das? Ich weiß nicht, ob noch was ist. Ja, ich habe noch zwei Fragen aus dem Internet. Harold Marcuse. Zwillingsbrüder, Antisemitismus und Rassismus. Struktureller Rassismus baut eine Hierarchie auf, die einer Elite ihre Stellung erhält.
Dabei sollen die Unterdrückten in der Gesellschaft bleiben. Der Antisemitismus zielt oft darauf, einer vermeintlichen Elite ihre Stellung zu nehmen. Ist das nicht ein fundamentaler Unterschied? Das ist schon ein fundamentaler Unterschied, Harold, aber die Strukturen sind doch ähnliche. Also ohne Vorurteile funktioniert der Antisemitismus genauso wenig wie der Rassismus. Man muss in irgendeiner Weise sich gegenüber den, man muss sich in irgendeiner Weise zur Herrschaft definieren. Und das macht der Rassismus und das macht auch der Antisemitismus. Deswegen ist auch die Benennung Zwillingsbruder, sind vielleicht zweieiige Zwillinge. Also es ist wirklich eine Differenz, aber in ihrer Konsequenz sind die Auswirkungen ähnliche. Es sind immer wieder Diskriminierungserfahrungen, Ausschlusserfahrungen, Handlungen, die sich gegen diese Gruppen richten. Deswegen finde ich diese Metapher oder diesen Begriff von Mischa Promlik schon gelungen, zu sagen, es sind Zwillingsbrüder, wenn sie auch zweieiig sind. Also jetzt kann Harold, glaube ich, nicht antworten, aber das wäre meine Erklärung auf diese Anmerkung. Ja, und dann haben wir noch Ina Kerner, die schreibt, zur Aktualität der Analysen. Inwiefern kann bzw. sollte man sagen, dass es heute bei der AfD etc. um ein Versprechen der Sicherheit geht? Es ließe sich auch anders argumentieren, dass es um eine vermeintliche Homogenität der Nation geht, um die Aufrechterhaltung bzw. Wiederherstellung eines traditionellen heterosexuellen Kleinfamilienmodells und anderes, aber wirklich Sicherheit angesichts von neoliberalem Sozialabbau? Rechte Polemiken gegen Maskentragen scheint auch nicht gerade der individuellen Sicherheit zuträglich. Ja, aber das ist jetzt gar kein Innerkern, das ist gar kein Widerspruch zu dem, was ich beschrieben habe. Also die Homogenität, die hergestellt werden soll durch die Argumente der AfD, ist natürlich die habe ich ja auch beschrieben. Es geht tatsächlich um die Abwehr von Menschen, die nach Europa kommen. Also das habe ich auch klar benannt. Und damit, mit dieser Abwehr, ist doch auch gleichzeitig suggeriert, dass eine Sicherheit entsteht für die Menschen, die hier leben. Das ist doch gekoppelt. Denn die Ausgrenzung und die Abwehr dieser Menschen, die von außen kommen können oder kommen sollten, werden doch als Bedrohung definiert. Und zwar als Bedrohung sowohl der Individualität als auch der homogenen Gesellschaft, die dann konstruiert wird von der AfD oder von solchen rechten Gruppierungen. Also da sehe ich jetzt keinen Widerspruch zu dem, was ich beschrieben habe. Okay. Noch Fragen? Ja. Ja, dann vielen Dank nochmal. Auch wenn meine Fragen jetzt vielleicht oder die Fragen nicht vielleicht hundertprozentig zufrieden oder befriedigend beantwortet wurden. Aber ich denke oder ich hoffe sehr, dass Sie einen Teil mitnehmen können aus dem Vortrag, vielleicht auch in die nächsten Aktionen. Soweit ich weiß, ist am Sonntag eine Aktion für die Flüchtlinge hier in Koblenz, bin mir nicht ganz sicher. Aber es würde mich freuen, wenn Sie das eine oder andere als Gedankenanstoß mitnehmen. Wir machen jetzt 5 Minuten Pause und dann werde ich ganz kurz was, wirklich sehr kurz, ich werde Sie gar nicht viel beanspruchen, zu Fritz Bauer und dem Fritz Bauer Institut in Frankfurt ansprechen. Und dann schauen wir uns den Film eines wirklich mutigen Menschen an, der zum Glück ein bisschen in der Öffentlichkeit wieder bekannter geworden ist. Recht herzlichen Dank. 5 Minuten, oder brauchen Sie für, um Ihren Lastern nachzugeben, 8 Minuten, ich weiß es nicht genau. Ja? Okay. Dann kurz vor 8 wieder hier. Ja, vielen Dank, ne?